Guten Morgen, hallo Wach. Es ist der 20. Oktober, wir haben morgens 8.27 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um den Nasdaq. Den haben wir jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr gemacht. Und der überrascht mit Performance. Das hier ist der Tageschart. Und ich hätte es gern lieber gehabt, wenn wir nur bis zur 20-Tage-Linie gehen und dann endlich mal die 200-Tage-Linie abarbeiten. Das ist immer noch so ein offener Posten auf meiner Liste. Aber das MACD steigt weiterhin an. Wir sind sehr heftig jetzt schon wieder überkauft, aber das kann ja auch eine längere Zeit dauern. Also von daher ist es grundsätzlich positiv. Und wir haben jetzt das Zwischenhoch hier rausgenommen, was wir hatten nach der ersten Korrektur. Das ist bei 15.361 gewesen, sind wir durch. Im Moment handeln wir bei 15.383 vorbörslich, aber waren ja gestern schon über der 15.400. Also ein Verkaufssignal habe ich nicht. Ich muss davon ausgehen, dass wir vor dem Hintergrund von solchen Zahlen wie Netflix und wie auch immer, dass wir hier uns nochmal daran wühlen. Allerdings glaube ich nicht vor dem Hintergrund dieser Indikatoren hier, das muss ich mal so machen, dass wir die Kraft haben, da auch durchgehen. Dazu sind die jetzt schon zu hoch und wir haben eine deutliche Strecke hinter uns mit den rund 1000 Punkten. Also ich werde hier jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ich habe keine Position im Nasdaq, deswegen bin ich jetzt eigentlich hier mal zum Abwarten, verdammt. Ich habe folgenden Call mal rausgesucht für den Fall, dass wir, und damit muss ich immer rechnen, nochmal die 20-Tage-Linie sehen, nochmal ein bisschen korrigieren, ist es dieser hier, ein 14.618er. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GX2P6G. Den will ich momentan nicht kaufen, auch wenn der hier vielleicht nochmal seine 100, 200 Punkte drauflegt, erst wenn wieder eine Korrektur kommt. Wir haben ja die größere Korrektur gemacht, fast bis zum 50er Retracement. Schön, ja, das ist bei 14.330 und wir waren im Tief bei 14.378. Aber nochmal, das ist mir jetzt schon zu viel. Hier nach oben, über die Stochastik nach oben und auch der Kurs, die Kursstrecke, die hinter uns liegt, ist mir momentan zu viel, um zu glauben, dass wir darüber hinausgehen. Deswegen beim Put mache ich das so, ich muss hinter das All-Time-High gehen. Auch mit dem 20er Hebel nehme ich sowas hier, 16.158 als Put. Und das ist die GX1058, GX1058. Den schaue ich mir, packe ich jetzt auf die Watchlist und den schaue ich mir an, wenn wir wirklich hier in der Nähe des All-Time-Highs sind. Damit gern wissen, wie er dann sich verhält. Ob da wirklich noch Kaufdruck reinkommt, das sieht man, oder ob der dann da oben schon wieder leicht abflacht. Wenn er abflacht, nehme ich den rein. Also, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.